Im nordindischen Kaschmir sind eine Frau und drei indische Soldaten bei Gefechten mit Rebellen getötet worden. Drei Soldaten wurden verletzt. Die Soldaten seien von einer Operation zurückgekehrt, als die Aufständischen das Feuer eröffneten. Die Frau wurde durch einen Irrläufer getötet. Ihr Sohn sagt: Wir wachten gegen 2 Uhr nachts auf und hörten Schüsse. Als wir dann nach oben gingen, um nach unserer Mutter zu schauen, sahen wir, dass sie erschossen war. Immer wieder kommt es im indischen Teil Kaschmirs zu Gewalt zwischen Sicherheitskräften und muslimischen Separatisten.